So, willkommen zu Yu-Gi-Oh! Episode 3, The Revenge of Nico. Und ja, Venom Nox. Ja, ich bin auch wieder dabei. Richtig, wie immer. ja, ich habe diesmal mein Snoo-Snoo-Deck. Oh, das wird interessant. Ich habe mein Jubel-Deck. Oh! Jubel. Ja. Also für euch, die ihr nicht wisst, was das Snoo-Snoo-Deck ist, es ist ein Deck, was diese Art von Monster beinhaltet, die ihr jetzt seht. Gut. Also ich kenne kaum jemanden, der die Futurama-Folge nicht gesehen hat. Ehrlich gesagt. Wieso? Na, da kommt das doch her mit Snoo-Snoo. Ich habe nicht so viel Futurama geguckt, muss ich gestehen. Du hast kein Monster gespielt? Nee, ich habe gerade einfach keine guten Sachen auf der Hand. Gut, dann spiele ich das hier. Um dann die hier im Angriffsmodus zu switchen. Und die hier noch aufzurufen. Um dich dann anzugreifen. Eieiei, das ist Krieger Lady des Wasteland. Los, mein Amazon-Paladin! Und ich beende meinen Spielzug. Oh! Ich rufe Gords. Da ruft er echt Gords. Aber ich wäre ja nicht Nico, wenn ich nicht noch einen Assemärmel hätte. Zack! Ah, der war gut. Und ich hole mir noch ein Monster. Und zwar das hier. Und dann verstärke ich das Monster noch ein bisschen. Ich beende meinen Spielzug. Ein hervorragender Zug. Danke, danke. Aber ich habe auch einen. Guck mal. Ah! Und schau mal hier. Ah! Ja, dann lege ich noch zwei Karten verdeckt. Und dann bist du dran. Son of a bitch! Verstärkung für die Armee. Und hol mir meinen Amazon-Priester? Weise oder sowas? Weise. Ja, keine Ahnung. Spiel sie aus, um dich direkt anzugreifen. Und dann noch eine Karte mit dem Tod zu reißen, und zwar die hier. Mist. Escape from the Dark Dimension. Gillette Fusion. Mit der 50 Klinge. Ja, oh. Sieht jetzt gerade einfach überhaupt nicht gut für mich aus. Amazon Schwertlady! Was? Einfach nur Mist gezogen. Ja. Und meine Amazon-Weise zieht noch deine Karte mit in den. Ja. Und zwar, Stone Defender. Bitter, ey, bitter. Ja. Das ist meine Rache. Wie am Anfang schon des Videos gesagt. Revenge, man! Oh, da wird eine Karte gespielt. Aber wird diese Karte mich vernichten können? Sehen wir ja gleich. Attacke! Tja, leider ist er nicht auf meinen Bluff reingefallen. Leider. So, der erste Sieg des Tages. Oh, das ist eine gute Handkarte. Also Handkarten, also. Erstes Blatt. Ah. First Blood. Ich kann mich auch nicht beklagen. Jubel. Nee, doch nicht. Gods. Du hast Gods gehört. Achso. Ja. Na gut. Wir wollen mal ja nicht so sein, ne? Du hast doch bestimmt schon Dings, Limit. Feinkarte, die. Meinst du? Ich glaube es. Das wird nicht ausreichen. Was soll ich tun? Ich muss es jetzt einfach machen.
greife dich mit einer Weisen an. Okay. So. Ich bin mein Spielzeug. Ich hätte natürlich schon Feuer aktivieren müssen. Dann wäre ich jetzt nicht in Trumpfels Küche. Er geht mal in Verteidigungsmodus. Wie er mich provozieren will. Ich dich? Ach Quatsch. I get no down. Also wenn die Karte, die du da jetzt gerade gespielt hast, nicht Snoo-Snoo schreit, dann weiß ich auch nicht. Oh nein! Aber, das kann ich nochmal angreifen. Das war ein Fehler. Meinst du? Ja. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh, Limit Reverse, ey, shit! Nein, natürlich will ich nicht angreifen. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch den Effekt von Jubel durchzulesen. Ja, ich denke, das wird jetzt reichen. Richtig. So, wenn ich jetzt mal Jubel in Verteidigungsmodus bewege, dann wird sie automatisch zerstört durch die Fallenkarte. Das mache ich natürlich. Ja. Richtig. Da habe ich letztes Mal gar nicht dran gedacht, ey. So, dann habe ich nämlich gleich die zweite Version von Jubel, die nochmal ein bisschen stärker ist. Und ja, da ich jetzt in jetzt einer sehr guten Position bin, kann ich vorher noch eben sagen, Heavy Storm. Shit! Ich habe gerade daran gedacht, dass... fuck. Shit. Aber ich habe ja noch das hier, weißt du? Ah. Um diese Karte auszuspielen. Wie sind da eigentlich drin? 330 Milliliter. Ah. Black Cat Energy Drink. Das kann ich leider nicht zulassen. In Ordnung. Dann lege ich noch eine Karte verdeckt. Ja, du beendest deinen Zug und dein Monster zerstört mein Monster mit dem Effekt. Ah. Ich hoffe, zwischenzeitlich haben die Leute sich den Effekt von dieser zweiten Jubel durchgelesen. Ja, ich lass gerade einblenden. Das kann die also. Ich hab Puls gerade. Ich kann die Karte nicht mehr sehen. Ich hasse den Jubel-Deck. Jubel. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Oh oh. Ach, fuck, ich hätte die andere zerstört. Bestimmt noch so ein Limit-Shit drin. Hi, to die. Space Taxi to the sky. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade drauf komme. Das kann nicht der Honey sein. Wie komme ich auf High, ey? So, jetzt bin ich dran, ey. Der lebendig heimkehrende Krieger! Oh. Hua. Ich bin mein Spielzug. Ich hab so einen Plan, weißt du? Was ist ein Plan? Oh, planen, mahnen. Oh, oh. Ja, okay. Mein Plan wurde gerade zunichte gemacht. Oh, nein. Ja, ich aktiviere natürlich nochmal den Effekt. Wieso? Jetzt kommt die dritte Variante von Jubel. Und zwar
The Ultimate Nightmare. Da ist der Fett nicht ganz so lang, also könnt ihr euch durchlesen. Ja. Gut, ich hoffe, ihr habt es jetzt getan. Nein, also hier nochmal. Okay, es reicht. Ich hatte irgendwie so einen Plan gerade, aber ich bin mal zu. So eine kleine Seitennotiz. Auf Japanisch heißt Jubel Jubel das extremer Traurigdrachen. Was? Jubel das extremer Traurigdrachen. Echt? Ja. Also jetzt auf Deutsch das, übersetzt. Nein, das steht wirklich auf Deutsch da. Echt? Ja. Ja, die Japaner mit ihren deutschen. Die lieben uns. Richtig, ey. Das ist Ehrgeiz, Ehrgeiz. Ja. Was war das andere nochmal? Da gab es doch so ein. Ich glaube, in Xenosaga wird das auch ganz häufig gemacht. Oder hier bei Yu-Gi-Oh! Auch. Wie heißt das? Cyber Dragon 2. Ja. 2. Hi, 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 Detail. Ich leg diese Karte verdeckt. Und spiel dieses Mal zum Angriffsmodus. Oh oh. Amazon Paladin. Greif seinen Dark Raffer Daigea an. Ich aktiviere Staunch Defender. Nein, du musst jetzt die andere angreifen. Richtig. Ich will aber nicht. Hey, ich wollte auch nicht. Jetzt verliere ich die Lebenspunkte nämlich. Aber, schlau wie ich bin. Ja, falls jetzt welche gedacht haben, ey, Nico, du könntest doch hier diese Amazon-Schwert-Lady machen, dann kriegt er doch den Battle-Damage. Leider nicht, weil es, sein Effekt ist irgendwie ultra. Stärker, ja. Richtig. Weiß der Geier warum. Deswegen, zack, mach ich den hier. Ich schätze, ich glaube, du musst jetzt nochmal angreifen. Kann das sein? Kann es sein. Hitler, kann es sein? Krieg ich jetzt trotzdem Battle-Damage? Tatsache! Obwohl auf der Karte drauf steht, dass ich keinen kriege, aber ist ja. Naja, du kriegst ja auch keinen Kammschaden. Richtig. In dem Sinn. So, you take no battle from the. At the end of the battle, inflict. Das ist ja ein Effekt, weißt du, an sich. Ja. Richtig, das ist ja ein Effekt. Ich werde mein Scheißspiel zu, ey. Battle. Greife ich nochmal an. Ja. Es wäre jetzt dumm, diese Karte zu spielen, die ich gerade angeklickt habe. Bitte. Bitte, 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 bitte. Nein. Oder? Doch. Ah, hat er noch ein Ass im Ärmel. Hätte ich dich anders angreifen können? Nee. Bin ja nicht zerstört. Egal. Oh, und natürlich nochmal Staunch Defender. Und weil ich es kann, mache ich nochmal eben Limit Reverse. Oh, jetzt. Und das Ganze nochmal ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ruf der Gejagt noch. Ah, fuck. Gut. 1-1. Ja. Yep. Jetzt kommt das Entscheidungsduell. Das Entscheidungsduell. Ich fange an. Die Karte hätte ich von gebraucht. So, jetzt ist das hier. Dann. Verstärkung für die Armee. Und hol mir die kleinen süßen Amazon-Scouts. Aber ich spiele Amazon-Paladin-Mangos-Modus. Das ist eine starke Karte. Ja.
Nein! Mano. Ich aktiviere den Effekt. Ja, aktiviere doch den doofen Effekt, ey. Wieso? Verflucht sollst du sein. Aber damit spielst du mir ja direkt in die Hände, weißt du? Ah, tue ich das? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, weißt du? Na denn. Ich spiele nämlich Solidarität. Und dann spiele ich sie im Angriffsmodus. Mein Monster ist ein bisschen stärker als deins. Tschüss, oh, Dark Griffin. Und ich beende meinen Spielzug. Vorerst. Spiele Dunkle Eruption. Dunkle Eruption. Ich könnte mir eigentlich auch für ein Exodia-Deck benutzen. Ja, ist auch eine sehr beliebte Karte dafür. Echt? Ja. Da jetzt alle wissen, dass du da deine mystische Tomate liegen hast. Hab ich das? Ja. Du jetzt noch eine mystische Tomate holst. Tue ich das? Ja. Attacke! Verflucht sollst du sein, Yugi Muto. Oh nein! Hat er mit Absicht gemacht. Sag bloß. Ich bin aber auch vielleicht ein Hund. Habe ich das absichtlich gemacht? Verdammt! Ja. So, aktiviere ich mal den Effekt. Ich fasse es nicht. Das wird doch nichts. Erstmal die da. Ah, nein! So, und doch. Was? Hallo? Bist du noch da? Er ist spurlos verschwunden. Hä? Hallo? Ja, bin wieder da. Bist du noch im Spiel? Ja, das hängt allerdings bei mir gerade ein bisschen. Wir können ja mal was tippen. Ja, okay, ich bin gerade rausgeflogen. Damit geht dieser Sieg an mich, weil der gute Veronox einen Verbindungsabbruch hatte. Ja. Somit bin ich der König der Spiele. Ja, von unseren 3 Matches hast du jetzt ja 2 gewonnen. Richtig. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich drücke mal hier auf Surrender. Da steht zwar, dass ich verloren habe, aber... Ja, Leute. Ja? Was ist euer Resümee? Was ist euer Resümee? Wie habt ihr das empfunden? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Genau. Dann würde ich mal sagen, verdienter Sieg natürlich an mich. Ja, absolut. Absolut. Ich meine, du hattest eh keine Chance mehr. Ich hatte nämlich noch so eine Fallenkarte liegen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Yu-Gi-Oh! Match wieder. Bis dahin, ja. Haut rein. See ya.